Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian. Heute gibt es von mir endlich mal wieder ein JavaScript-Tutorial. Nach einer langen Zeit, in der ich fast nur Unity-Tutorials gemacht habe, ich zeige dir einfach zuerst mal, was ich heute vorhabe. Wir machen ein kleines Quiz, in dem man nacheinander Fragen beantworten kann. Und am Ende gibt es eine Auswertung und man bekommt auch die Gelegenheit, das Quiz zu wiederholen. Das Videotutorial wird begleitet durch einen Artikel auf meiner Webseite spielprogrammieren.de. Du musst also nicht alles mitschreiben, sondern kannst auch Teile des Quellcodes von dort einfach kopieren. Ich werde für dieses Projekt Visual Studio Code benutzen. Du kannst das kostenlos bei code.visualstudio.com runterladen und dann legst du dir zuerst einen Projektordner an. Ich mache das mal einfach auf den Desktop. Öffne anschließend Visual Studio Code und such dir den Folder über File, Open Folder. Unser Projekt hat einen sehr einfachen Aufbau. Wir benötigen folgende Dateien: index.html, styles.css, main.js und quest.js und zusätzlich einen Ordner für Bilder bei Bedarf. Schauen wir uns zunächst das HTML-Dokument an. Dieses bildet die Struktur, den Aufbau unserer Webseite. Der Kopfbereich hier, der Head-Bereich des Dokuments, ist später nicht sichtbar. Darin sind also zum Beispiel Metadaten, Verlinkungen zu benötigten Ressourcen angegeben. Das sind in unserem Fall beide JavaScript-Dokumente und das CSS. Anschließend folgt der Body. Das ist der sichtbare Bereich unserer Webseite. Hier ist der Inhalt der Seiten beschrieben. Darin finden wir hier eine Überschrift erster Ordnung. Das ist die wichtigste Überschrift. Das Quizpanel besteht aus einer Section, darin ein Fieldset mit weiteren Containern für die Bilder, Links, die Fragen und die Antworten. Die Frage selbst ist ein Diff-Element mit der ID Question. Da müssen wir dann die jeweilige Frage mit JavaScript reinsetzen. Das Figure-Element mit dem Bild zur Quizfrage und der Angabe zum Copyright als Paragraph-Tag, also als Textabsatz. Hier folgt also der Bereich für die Antwortmöglichkeiten. Das ist mit vier Input-Elementen des Typs Radio, also als Radio-Button gemacht. Darunter dann der Button zum Antworten. Dieser ruft die Funktion Answer auf in der Main.js später. Und wie schon erwähnt, ganz unten die Section für die Evaluation, die im Moment ausgeblendet ist. Da geben wir dann am Ende die Auswertung aus. Wir müssen natürlich noch das Aussehen und das Verhalten in Bezug auf die Bildschirmgröße unserer Seite angeben. Sprich, wir benötigen wenig CSS. In der Style-Datei style.css ist aber nicht so viel drin. Ein bisschen was zur flexiblen Ausrichtung mit Display Flex, zum Hintergrundbild, Angaben zum Beispiel zu Rendern, Farben. Das vorhin schon angesprochene Evaluation Panel ist zunächst ausgeblendet und wir haben die Klassen Correct und Wrong jeweils und wir geben für die Klassen Correct und Wrong jeweils eine Farbe an und regeln ganz am Ende die Breite der Section auf Mobilgeräten. Kümmern wir uns jetzt also um den JavaScript-Code. Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist natürlich, wie speichern und verwalten wir die Daten unserer Quizfragen? Dafür gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Wir können eine Datenbank nutzen und die Daten als JSON holen oder aus einer JSON-Datei aus dem Dateisystem laden. Da dies ein einfaches Tutorial für Anfänger sein soll, möchte ich hier direkt ein JavaScript-Objekt nutzen, welches in unserem Quellcode deklariert ist. Das befindet sich dann in der Question.js. Dort haben wir ein Array und da sind JavaScript-Objekte drin gespeichert, pro Frage eines.
Ich habe hier schon drei Fragen gemacht. Daran ist Folgendes gespeichert. Die URL des Bildes. Eine Angabe zum Copyright. Der Link zur Bildlizenz. Und natürlich die Frage selbst. Weiterhin die Antworten als Array mit den vier Möglichkeiten und zum Schluss, welche Antwort richtig ist. Bei der ersten Frage zum Beispiel, der Index 1, also Albert Einstein, Henry Ford wäre falsch, denn der steht im Index 0. Per Copy und Paste kannst du später deine eigenen Fragen hier einfach einsetzen. In zwei folgenden Videos dieses Tutorials gehe ich, falls das gewünscht wird, auch noch auf die anderen Möglichkeiten ein. Eines, welches zeigt, wie man das auch als JSON-Datei laden kann. Und ein weiteres, das zeigt, wie man die Fragen in einer Datenbank speichert und lädt. Falls du daran Interesse hast, schreib mir bitte gern mal in die Kommentare und auch, was dich sonst vielleicht noch interessiert. Kommen wir also nun als nächstes zur Main.js. Da ist unser Programmablauf drin. Zuerst ist hier eine Variable für die jeweilige Fragennummer deklariert und zugewiesen. Außerdem ein Array, in dem wir die Antwortnummern für die jeweilige Frage speichern wollen. Danach haben wir dann drei Funktionen, um eine neue Frage zu stellen, um eine Antwort anzunehmen und um die Auswertung am Ende durchzuführen. Zuerst schauen wir uns die Funktion toQuestion an. Die wird auch ganz am Anfang einmal aufgerufen, nämlich dann, wenn der Body der Seite vollständig geladen ist. In der Funktion müssen wir die jeweiligen Daten aus der Frage in unser Quizpanel bringen. Welche Frage aktuell dran ist, sagt uns die Variable QuestionNumber. Ganz am Anfang ist die also 0. Das wäre also Quiz 0. Also der erste Index der Variable Quiz. Wenn wir jetzt zuerst die Nummer 0 der Frage einfügen wollen, also hier diese Angabe in Legend, dann holen wir uns das Element und weisen den jeweiligen Wert zu. Wir holen das Element mit Query Selector und nutzen dabei den CSS Selector. In diesem Fall hier zum Beispiel die ID Question Number. Das gleiche machen wir mit allen anderen Elementen auch und weisen dann immer die jeweiligen Eigenschaften aus dem Objekt Quiz zu. Zum Beispiel hier die Frage oder hier die erste Antwort. Als nächstes müssen wir auf die Antwort des Nutzers reagieren. Die Funktion Answer wird vom Button aufgerufen, also im OnClick-Attribut des Antwort-Button in der Index.html angegeben. Dort holen wir uns die vier Antwortmöglichkeiten. Die JavaScript-Funktion QuerySelectorAll gibt uns alle vier Input-Elemente zurück, also als NodeList. Wir durchlaufen diese mit einer For-Each-Schleife und suchen das ausgewählte Element, nämlich dann, wenn ElementChecked gleich True ist. Die Antwort merken wir uns, indem wir sie in das Array Answers speichern. Anschließend wird die Question Number hochgezählt, denn anschließend müssen wir die Question Number hochzählen, denn jetzt kommt die neue Frage. Aber für den Fall, dass wir das Ende der Fragen erreicht haben, erfolgt die Auswertung. Für die Auswertung blenden wir das Quizpanel zunächst aus, dann blenden wir das Auswertungspanel ein, suchen uns das Element, wo unser Text für die Auswertung rein soll. Anschließend laufen wir durch die Frage in der Variable Quiz und vergleichen die Eigenschaft korrekt mit den angegebenen Antworten im Array Answers. Je nachdem, was zutrifft, erstellen wir einen Text und fügen diesem dann den Auswertungspanel zu. Der Neustart des Quiz erfolgt dann einfach über den Link im Auswertungspanel, der hier wie ein Button formatiert wurde, das also dann hier in der Index.html. Dieser ruft dann
Index.html erneut auf und startet somit die Seite neu. Jetzt müssen wir natürlich das Ganze noch testen. Und das sieht auch gut aus. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wenn du wissen willst, wie man die Fragen jetzt aus einer Datei laden kann oder aus einer Datenbank abrufen kann, schreib mir in die Kommentare. Ich mache dann dazu noch ein weiteres Video, versprochen. Also dann, wenn es dir gefallen hat, lass mir ein Like da. Ich hoffe, wir sehen uns wieder zum neuen Tutorial. Bis dahin, ich wünsche dir eine gute Zeit. Ciao!